Ja, nachdem ich die letzte Session ja unten beendet hatte und dann tatsächlich auch mit Spielen aufgehört hatte, durfte ich den Weg gerade nochmal hierher machen. Ah, das habe ich natürlich gerade mal neben der Aufnahme gemacht. Und jetzt sind wir mehr oder weniger im Turm schon, beziehungsweise befinden uns weiterhin auf dem Weg zum Turm. Und wollen jetzt mal sehen, ob wir Abnotaren da irgendwie rausholen können. Und ob das nicht tatsächlich weiterhin, was ich immer noch so ein bisschen befürchte, eigentlich eine Falle ist. Denn unser bester Freund ist er ja jetzt eigentlich nicht. So, ich würde sagen, wir müssen in die Richtung. Das könnte ich hier noch theoretisch durch. Ja, da könnte ich zur inneren Feste. Komme ich aus der inneren Feste? Ne, ich komme aus der Zisterne. Okay, aber ne, wir folgen mal ganz normal dem Weg, den wir hier gehen müssen. Hier noch was, was ich lesen kann. Lasse ich euch wieder kurz durchlesen. Ja, ich habe es nur ganz kurz überflogen. Es geht scheinbar ja auch da, Ihr, also. beeilt euch! Die Würmer rücken vor! Ah ja, da war er gerade. Ist hinten ein Seelensplitter? Ach ne, ich dachte gerade, da wäre so ein schöner Seelensplitter, den man einsammeln kann, aber das ist nicht der Fall. Was geht bitte da unten? Das sind wahrscheinlich die ganzen Entseelten hier, die eventuell, die hier auf den Einlass warten. Denn er ist ja momentan dafür abgestellt, die ganzen Seelen, die kommen, her zu begutachten und ja, hier durchzulassen. Ja, den Zettel eben hatte ich nur kurz überflogen. Da schien es auch nochmal um ihn zu gehen und um Animako und dass er wohl so ein bisschen aufgeflogen ist. So, reden wir nochmal mit ihm. Da seid ihr ja. Ich glaubte schon fast, man hätte euch gefangen genommen. Wir haben da wohl ein kleines Problem, fürchte ich. So viel zum Thema, wir befreien ihn einfach mal. Die Tür an der Spitze des Turms ist durch eine Zauberbarriere verschlossen. Ich habe schon zuvor gesehen, wie die Würmer ähnliche Hexereien einsetzten. Die Barriere wird euch zu Asche verbrennen, wenn ihr sie berührt. Gut, dass er uns darauf hinweist, das wäre nicht so gut gekommen. Ich habe da einen Vorschlag. Die Fleischadronachen, die in den Gängen des Schlosses patrouillieren, werden in einem Labor ganz in der Nähe der geschützten Tür zusammengebaut. Wenn ihr euren eigenen Adronachen erschafft, müsst ihr euren Befehlen gehorchen. Ihr könntet ihn zwingen, durch die Barriere zu brechen. Okay, und das kann ich so einfach machen? Das klingt eigentlich nach irgendwie höherer Magie und was weiß ich nicht alles, aber nicht so, als würde ich hier als einfacher Entseelter das hinbekommen. Das ist ein ganz simpler Vorgang. Jedes fünfjährige Kind könnte ihn schaffen. Leider haben wir kein fünfjähriges Kind zur Hand. Deshalb werde ich euch wohl Schritt für Schritt anleiten müssen. Ihr braucht zunächst ein paar ordentlich große Batzen Fleisch, bringt sie ins Labor. Ich nehme dann dort mit euch Kontakt auf. Darf ich das Fleisch auch selbst essen? Bekomme ich Hunger. Aber na gut. Ja, hier liegt einfach mal Fleisch rum. Warum auch nicht? Ich meine, Also wer hat eines das kann nicht ich im euch Gang rumliegen? sagen. Nächste Woche gehe ich ganz sicher nicht zum Schlachter. Ja. So, kann ich den Gang einfach weiter? Liegt hier noch mehr Fleisch rum? Vielleicht droppen die das ja auch oder so. Lassen wir uns mal überraschen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich die Würmer an so etwas gewöhnen können. Ja, die droppen das auch. Ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht droppen wird, ansonsten mach ich mir echt Sorgen. Gott. Da hat er mich erst geslowt und dann kam seine komische Laufattacke. War nicht schlecht. Bin ich nicht mehr weggekommen. So. Ja, es scheint mir, als wenn ich am besten doch dann die Gegner einfach töte. Wobei, da liegt dann auch noch Fleisch. Oh, ein Klippenspuk, das ist gar keiner von denen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob so intelligent war, den anzugreifen. Ich werde mein Ultimate für ihn benutzen. Lyris tankt da zum Glück relativ gut. Den kann ich auch nicht einfach stunnen.
Aber auch kein Problem. Auch wenn das mal einer war, der heftiger war als die anderen, in Anführungszeichen, Elite-Gegner, die ich bis jetzt getroffen habe. Eine sehr glorreiche Aufgabe, was? Nee, in der Tat nicht. Hier einfach Fleischbrocken einzusammeln, ist nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe, hier zu tun. Aber gut, wenn es uns unserem Ziel näher bringt, sammle ich auch Fleisch ein. Geht mal hier auf Nummer sicher und stun den lieber mal. Okay, Lyris haut ihn sowieso raus. Das ist nicht ganz so geschickt gelöst mit dem Raushauen der CC'ten mit NPCs. Ich meine, jetzt waren es ja nur zwei, aber falls ihr euch dran erinnert, ich hatte ja auch schon Szenen, denen durchaus dann mehr Gegner da waren und was, wodurch ich dann gestorben bin. Hier mal kurz gucken. Tagebuch eines Sklaven. Wieder was für euch zu lesen. Okay, auf jeden Fall ziemlich hoffnungslos hier. Und am Anfang ging es nur irgendwie um Fleisch. Das hatte ich auch noch gelesen. So, das hier sieht doch aus wie das Labor. Ah, da steht er auch schon. Ja, legen wir das Fleisch mal in den Ritualkreis. Nicht sehr groß, oder? Na gut. Wirkt jetzt das Ritual aus dem Buch. Na, ob ein Fünfjähriger das hier lesen kann, das bezweifle ich ja ganz stark. Hier für Übung. Guten Tag. Du hörst jetzt. Wir machen noch einen Nekromanten aus euch. Nee, kann ich drauf verzichten, Nekromant zu werden. Danke. Brauche ich nicht. Da töte ich lieber weiter Nekromanten. Es ist nicht mehr weit. Durch die Tür und zum Gipfel. Er hatte irgendwas von Gift gesagt, glaube ich, oder? Auf jeden Fall ist die Tür offen. Das ist die Hauptsache. Ja, mal schauen, ob das das einzige Hindernis war. Oder ob hier noch mehr kommt. So ganz traue ich dem noch nicht, dass das hier alles gewesen sein soll. Weil hier ist die Turmspitze schon. Guck nochmal mich kurz um. Ob hier noch irgendwas ist, was ich mitnehmen kann. Das hier sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Also, ja, irgendwie versteinerte, ich weiß nicht, ob sie versteinert, auf jeden Fall verkrüppelte Menschen. Hier kommen überall Arme raus und Köpfe und übereinander gestaltet. Ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das sein sollen. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Entseelte. Kann ich mit dem reden? Oder war es nicht? Ich glaube, mit Lyris konnte ich eben reden. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich mit denen draußen hätte reden können. Aber egal, wir gehen mal zur Turmspitze und gucken, ob er hier jetzt auf uns wartet. Scheinbar noch nicht. Es ist nicht die Turmspitze, sondern es ist der Weg zur Turmspitze weiterhin. Würde ich jetzt so sagen. Ja, es heißt mittlerweile auch, sucht ihn. Hör auf, mit Feuer zu spucken. So. So. Die haben wir down. Hier geht auf jeden Fall die heftige Magie-Scheiße weiterhin ab. Oh Gott, das ist eine 3. Vielleicht hätte ich da eben C10 sollen. Naja, solange Lyris immer einen tankt, ist es eigentlich okay. Nein, zu langsam. Oder? Nee, ich brenne gar nicht. War scheinbar nur ein Animationsfehler oder so. Denn eigentlich hatte ich kurz das vom Brennen drauf. Das sind auch wieder 3. Und da steht doch einer dahinter. Ne, da steht keiner dahinter, okay. Ich dachte, da wird einer dahinter stehen. Dann ist das ja gar kein Problem. Das war die Dreiergruppe eben auch nicht, aber...
hier nicht mal groß ausweichen. So. Das ist, sind weiterhin hinfort, welche von unerträgliche Würmer. Ich arbeite so schnell ich kann. Okay. Er wird hier scheinbar unter Druck gesetzt von denen. Dass er schneller machen soll. Ja, dann werden wir jetzt gleich herausfinden, ob er uns nur hinters Licht führt. Oder ob er tatsächlich... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, wirklich irgendwie noble Absichten hat, aber ob er zumindest uns nicht angelogen hat, dass er einfach nur hier rausfällt und uns dann hilft. So, dann treffen wir uns also endlich einmal persönlich. Ihr seht kleiner aus als eure Projektion. Ja, und ihr seid weniger durchsichtig. Und keinen Augenblick zu früh. Wenn ich noch einen einzigen verdammten Seelenstein hätte inspizieren müssen, hätte ich mich von diesem Turm gestürzt. Dann hätten wir den ganzen Weg umsonst gemacht. Zum Glück waren wir da. Eine verständliche Frage. Ich weiß Dinge. Dinge, die euch helfen können. Lasst mich euch den Mund ein bisschen wässrig machen. Manimako tut das alles nicht, um Molag Bal zu dienen. Sein schlussendlicher Plan ist es, eine Intrige gegen den Gott der Intrigen zu spinnen und seinen Platz einzunehmen. Ob es sinnvoll ist, eine Intrige gegen den Gott der Intrige zu spinnen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Am liebsten würde ich das jetzt einfach so seinen Lauf nehmen lassen, weil ich glaube nicht, dass Manimako, wenn das wirklich so ist und Abnotan hier die Wahrheit erzählt, dass er damit durchkommen wird. Das Amulett der Könige ist der Schlüssel zu allem. Warum glaubt ihr, dass er Saisahan entführt hat? Er foltert ihn. Er versucht ihn dazu zu bringen, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Ja, das war ja eigentlich schon eine Vermutung, die der Prophet hatte. Von daher nichts Neues. Ah, genau. Manimako glaubt, er könne die Essenz Molag Bals einfangen und seine Macht in sich aufnehmen, wenn er das Amulett in die Hände bekommt. Er will selbst ein Gott werden. Da gab es schon viele vor ihm, die das versucht haben. Ich würde das Leben gerne noch weiter besprechen, doch dies hier ist wohl kaum der richtige Ort dafür. Bringt mich erst in Sicherheit, dann erzähle ich euch den Rest. So hatten wir es doch vereinbart, oder nicht? Wartet, habt ihr das gespürt? Nö, ich nicht. Okay, besiegt man die Marco. Verratet meine Geheimnisse nicht. Geht auf euer Zimmer, Abnur. Ich werde bald mit euch reden. Das ist nicht gut. Lyris, eure alte Stelle in der Gießerei ist noch zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und ihr, der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh, wie stark seid ihr? Sollen wir eure Grenzen ausloten? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich hier in Bewegung bin. Oh mein Gott. Soll ich das schaffen? Ich glaube nicht, dass ich... lebe ich mich jetzt hier wieder? Ich hatte nämlich was geskillt, dass ich mich einmal alle 2 Stunden an dem Ort wiederbeleben kann, wo ich gestorben bin. Okay. War es jetzt viel... Nein, ich scheinbar muss ich es schaffen. Ich dachte jetzt, ja, okay, das muss fehlschlagen, aber... So, dann treffen wir uns also... Und keinen Augen. Eine verständliche Frage. Das Amulett der König. Ah, genau. Ich würde das lieben gerne. Okay, versuchen wir es nochmal. Ganz der dürfte jetzt ja wieder verratet besiegt meine werden. Nicht. Geht auf euer Zimmer, Abnur. Ich werde bald mit euch reden. Ah, liebe Lyris, eure alte Stelle in der Gießerei ist noch zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und ihr, der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh, wie stark seid ihr? Sollen wir eure Grenzen ausloten? Ja. Was ist das denn jetzt? Das ist ja mal... Ja, das ist hier Qual, die Fähigkeit, die ich auch besitze, aber... Wow, wie soll ich das denn machen, bitte? Egal, wir geben ihm nochmal gerade einen Versuch. So. Zum Glück muss ich hier nicht weit laufen, aber also das ist ja mal... Und keinen Augenblick. Eine verständliche Frage. Das Amulett also. Der König. Ah, genau. Ich würde das lieben gerne noch.
Also ich habe noch keine Idee, wie ich das lösen soll. Ganz ruhig, Tarn. Verratet meine Geheimnisse nicht. Ich habe ja jetzt schon einige Quests gemacht, die... Ich lasse ihn hier jetzt mal übrigens nicht Geht reden, auf euer Zimmer ab, nur. Das kennen ich wir alle schon. Mit euch reden. Ich habe jetzt schon einige Quests gemacht, die 4 Level über mir sind. Lyris, aber das hier ist ja gerade eigentlich für Level 20. Zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und ihr, der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh, wie stark seid ihr? Sollen wir eure Grenzen ausloten? Überall meinen Lebensentzug drauf. Dann trinke ich noch einen Trank. Oh mein Gott, stirb doch, stirb. Okay. Ärgerlich. Der Vorgang entzieht den meisten Opfern die Energie. Trotzdem kämpft ihr immer noch. Wirklich? Jetzt spawnen nochmal so viele? Ja. Wie soll denn das gehen? Also ich habe wirklich keinerlei Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich habe da eben irgendeinen... Wobei, das war sein Stab. Ich meine, muss ich den Stab vielleicht angreifen? Jedenfalls in der zweiten Welle war irgendein... Wenn ihr, das so, ist ja am Notan hier. Da, und keine verständlich. Das Amulett der Ah, genau. Ich würde das lieben. Also da war eben noch so ein roter Kreis auf dem Boden. Also jetzt nicht der um mich rum. Ganz ruhig, Tarn. Sondern... Verratet meine Geheimnisse nicht. Eben. So ein anderer. Also da steckte so ein Stab im Boden. Ich weiß Geht nicht, ob das seiner war. Ich werde bald mit euch Auf reden. Jeden Fall. Ah, liebe Lyris. Ja. Eure alte Stelle in der Gießerei ist noch zu haben. Wir geben euch sogar eure eigenen unzerbrechlichen Ketten. Und meine, wenn Lyris die einfach alle tanken der würde. Der Dorn in meinem Fleische, der Stein in meinem Schuh. Wie stark seid ihr? Sollen wir eure ja Grenzen ausloten? Okay. Das andere da ist ein Nahkämpfer. Wenn ich den erstmal ignoriere. Weil das hätte ich lieber sein gelassen. Sollen wir mal gerade keine Energie und Ausdauer benutzen, sondern die einfach regenerieren lassen. Wie ärgerlich! Der Vorgang entzieht den meisten Opfern die Energie. Trotzdem kämpft ihr immer noch! Das war dieses Mal relativ simpel. So, wo ist der andere Caster? Da ist der Caster. Solange mich die Midis nicht bekommen, ist alles in Ordnung. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt die letzte Welle ist oder ob danach noch mehr kommen. Aber ich lasse trotzdem gerade nochmal Energie regenerieren. Eure Kraft überrascht mich. Aber ich frage mich, wie viel ihr noch ertragen könnt. Okay. Bleibt der alleine, der Gegner? Dann wird das schon passen, aber... Nein, der bleibt nicht alleine. Ist das... Das sieht so aus wie der eine Endboss aus dem Traum. Hatte auch dieselben Fähigkeiten. Manimako, ihr wagt es, den Kanzler des Ältestenrats anzugreifen? Seine Kraft schwindet, Entseelter. Schlagt ihn nieder, während er sich auf mich konzentriert. Wie könnt ihr mich betrügen, Tarn? Euer Leiden wird unendlich sein. Wow. Okay, ich habe mich dieses Mal auf jeden Fall intelligenter angestellt. Oder ist es leichter geworden? Das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist er weg und Abnotan steht hier wieder. Dann reden wir mal mit ihm.
Er wird nicht lange körperlos bleiben. Sein Bewusstsein wird eine Weile haltlos umhertreiben, aber das war's dann auch schon. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir es geschafft haben. Weil Manimako in seinem Größenwahn ein Gott werden will. Er schert sich nicht um das Kaiserreich. Er will nur Macht. Ich habe mich ihm noch nie im Kampf gestellt. Er ist wesentlich mächtiger, als ich gedacht hätte. Oh, nun gut. Für Reue ist es zu spät. Mit Gang, mit Gefangen. Ja, ich würde sagen, solange Manimako hier nichts tun kann, sollten wir jetzt hier verschwinden. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen hier lebend herauskommen. Ja, sage ich ja. Wir können ganz sicher nicht auf dem gleichen Weg zurück, auf dem wir hineingekommen sind. Ich würde vermuten, dass sie schon auf dem Gelände sind. Ein Stück den Weg hinunter gibt es einen Müllschacht. Er ist ziemlich tief, aber wir werden den Sturz wahrscheinlich überleben. Alles klar. Ja, ich denke zwar, dass das nicht mehr besonders weit ist, bis wir jetzt hier fliehen. Dennoch beende ich erstmal die Folge für heute. Und dann sehen wir morgen weiter, ob wir es denn hier sicher rausschaffen oder ob uns noch irgendwelche Überraschungen erwarten. Bis dann!